Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Catrice DIY Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich denke, auch dieses Jahr wird es verschiedene Versionen geben. Ja, hier steht es auch drauf, Christmas Collection 3. Den habe ich jetzt bei Rossmann gefunden und es wird sicherlich diesen Adventskalender auch noch bei Cosmetic for Less, bei DM, bei Flaconi, bei Douglas, bei überall, bei Purish geben. Ne? Also schaut da auch super gerne mal in den Online-Shops vorbei und schaut euch auch gerne an, was da drin ist. Und dann könnt ihr euch ja entscheiden, welcher Inhalt euch am meisten flasht. Dieser hier kostet 39,99 € und es ist ein DIY-Adventskalender. Das heißt, wir haben diese wunderschöne Umverpackung, die wir aber leider nicht das ganze Jahr über, den ganzen Dezember übersehen werden. Oh, ich höre Nagellack, okay. Da ist schon gut was zu hören tatsächlich. Ja, ich mache ihn jetzt einfach mal auf und zeige euch, wie das Ganze dann rumkommt. Also im Prinzip ist es so, dass man so einen Adventskalender dann für jemand anderen packt. Ne? Das ist jetzt erstmal so in Papier eingeschlagen. Oha. Und schaut dann so einmal aus. Ich werde die Produkte auf Erwin drapieren und mache das auch so ein bisschen Özlem-like, also drei Haufen, ein guter, ein naja und ein schlechter Haufen. Das geht halt bei diesen DIY-Adventskalendern ganz gut, weil ihr seht dann nicht den Adventskalender im Hintergrund, sondern die Produkte. Wir haben hier einmal die Zahlen, womit man das Ganze basteln kann. Dann haben wir echt süße Tütchen drauf mit dem Nussknacker. Das mag ich gerne leiden. Kann man wirklich schön weitermachen, weiter befüllen. Und hier sehe ich dann die ganzen Produkte. Und ich starte einfach mal mit dem ersten, was mich hier anspringt. Und das finde ich wunderbar. Das hier ist eine... Achso, was ich auch bei den Adventskalendern hier sagen möchte. Manchmal haben wir hier auch sowohl bei Essence als auch bei Catrice Produkte drin, die... Also die sind alle im Standardsortiment oder sie waren im Standardsortiment. Das heißt, hier sind auch ein paar ausgelistete Produkte drin. Das ist ein bisschen blöd, muss ich ehrlich sagen. Ich mag das halt lieber, wenn man entweder wie bei dem generellen Essence Adventskalender eine extra Limited Edition dafür halt quasi hat oder Produkte, die auch wirklich noch existieren und wo man nicht das Gefühl hat, dass irgendwer das Lager ausgefegt hat. Aber wir schauen jetzt einfach mal und ich blende euch auch die Preise ein, die ich so online finde. Das Three Steps to Contour habe ich hier und das finde ich sehr ansprechend. Ein Konturpuder ist hier mit drin, ein Bronzer und ein, ja, das, sowas finde ich immer schwierig, das ist so ein Puder, aber ich weiß nicht, hier kann man vielleicht zum Pudern verwenden, das ist, oder zum Ausblenden, ne? Finde ich aber richtig cool, also wirklich, wirklich cool und ich denke tatsächlich, dass ich das sogar behalten werde, sofern es das noch aktuell zu kaufen gibt, das muss ich mal schauen, aber so ein richtig schöner, aschiger Konturton, sowas mag ich immer ganz gerne. Doch, definitiv richtig gutes Produkt. Hier habe ich ein Nagelprodukt, Gel Plumping Effect Refill Nail Coat. Bist du ein Filling Station at Home? Ist es dann einfach ein Base Coat? Ich würde es einfach mal so sagen, ne, dass er dann quasi die Nagelgeschichte ebnet. Ja, deswegen finde ich das ganz gut. Dann nehmen wir uns einen von den Power Plumping Gel Lipsticks raus. Ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Das ist aber ein wunderschönes Weihnachtsrot, Farbe 120. Finde ich definitiv gut. Gehört in einen Adventskalender, ne? Mag ich gerne leiden. Die sind immer etwas schierer, also die sind nicht super deckend. Dann habe ich hier einen Blush mit dabei. Auch sowas super. Blush, Bronzer, Highlighter, Hauch raus, Krokette. Mag ich gerne leiden. Die Blushbox Glowing and Multicolor in der Farbe 030 Warm Soul. Das finde ich sehr schön und ich glaube auch, dass sowas sehr, sehr beliebt ist, also diese Blushbox generell, ne? Schön, das ist gut. Dann habe ich hier ein Pflegeprodukt drin, auch das ist eine sehr passende Sache, weil Catrice auch in dem Jahr 2023, auch letztes Jahr schon so ein bisschen angefangen hatte, immer mehr Pflegeprodukte rauszubringen. Und das hier ist das Hydro De-Puffing Eye Serum mit 1,5% Hyaluronsäure. Oben hast du so einen Roller mit dran. Ne? Ein schönes Produkt für einen Adventskalender, um da einfach mal so ein bisschen das Ganze abwechselnd, upsala, reich zu gestalten. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette drin. Auch sowas eine sehr, sehr schöne Sache. Das ist die The Epic Earth. Ich glaube, das ist eine relativ neue, oder vertue ich mich da? Inspired by Nature ist hier wohl die Farbe. Definitiv ein tolles Produkt. Mag ich gerne leiden. Lidschattenpaletten in Adventskalendern feiern wir ja. Monolidschatten ist halt so eine Sache für sich. Nicht jeder mag Monolidschatten. Hier habe ich jetzt einfach die Art Couleur Eyeshadow-Geschichte 290 Getting My Bronze On.
Es ist eine Farbe, die wahrscheinlich jeder irgendwie auch tragen würde. Es ist aber halt ein Monolidschatten, deswegen ist es meiner Meinung nach eher so ein Naja-Produkt. Das finde ich cool. Das ist eine Mascara Catrice Allround. Kenne ich gar nicht. Extra Volume Length and Curl. Letztes Jahr hatten wir ja im Adventskalender auch tatsächlich die Iconista mit drin, die ja gar nicht mehr im Sortiment war. Und das habe ich so doll gefeiert. Die hier habe ich noch nie bei Catrice gesehen. Ich weiß aber, dass Catrice gute Mascaras macht. Deswegen gutes Produkt. Ich bin immer so, pro Kategorie in so einem Mixed-Adventskalender sind drei okay. Also drei Nagellacke, drei Lippenprodukte, ne? Drei Lidschattenpaletten, okay. Die vierte fände ich dann vielleicht auch wirklich blöd. Aber ja, man soll es halt nicht übertreiben. Aber bislang läuft's hier, ne? Hier habe ich auch einen schönen roten Nagellack, den mag ich auch gerne leiden. 03 Caught on the Red Carpet, also auf dem roten Teppich, geschnappt, mehr oder weniger. Passt, schöne Farbe, definitiv weihnachtlich. Dann habe ich hier einen Express Spray-on Base Coat. Das ist ja witzig. 42 Sekunden. Musst du mir eben kurz draufsprühen? Okay. Ich denke aber, dass man damit ja wohl irgendwie gefühlt das ganze Umfeld noch mit ansprühen wird. Und wir haben ja auch schon einen Base Coat. Kommt auf die Naja-Geschichte. Dann habe ich hier ein Lippenprodukt, sowas mag ich auch, Volumizing Lip Booster. Das ist schön, in der Farbe 190 Ice Ice Baby. Cool, passt auch zum Adventskalender-Thema, deswegen definitiv gut. Aber auch das zweite Lippenprodukt, ne? Dann habe ich hier Night Recovery Eye Balm, schön. Mit Avocadoöl, Hyaluronsäure und Zitza, 15 ml, ist ja eine Full Size, ne? Eine Augencreme im Adventskalender. Sowas feiere ich immer. Finde ich schön. Kann man gut gebrauchen. Hyaluron ist auch immer eine super Sache. Zweites Pflegeprodukt quasi, würde ich jetzt sagen. Das ist schwierig, weil es halt wirklich abhängig davon ist, welche Augenbrauenfarbe man hat. Aber theoretisch finde ich es gut. Soap Stylist in der Farbe 030 Dark Brown. Ich glaube, Dark Brown ist jetzt nicht so die gängigste Farbe. Wenn ich jetzt auch einfach so an meinen Freundes- und Bekannten- und Familien- und wie auch immer Umfeldkreis denke, ist dunkelbraun echt nicht die meistvertretendste Farbe. Deswegen ist das Produkt an und für sich toll, aber aufgrund der Farbe würde ich es jetzt wirklich auf den mittleren Stapel packen. Ne? Das muss ich ehrlich sagen. So, hier habe ich ein Produkt, Shape and Define Contour Stick, das zweite Contour-Produkt, ne? Da haben wir tatsächlich... Irgendwie ist das überhaupt, das ist kein Highlighter. Interessant. Doch, es ist ein Highlighter. Contour und Highlight, das ist dieses hier. Creme-Contour ist ja auch irgendwie mal wieder voll angesagt, ne? Also immer mehr Creme-Produkte werden verwendet, deswegen finde ich das gut. So, ja. Noch ein Monolidschatten. Ja, Eyeshadow Pink Peony ist hier die Farbe 380. Ich weiß, es gibt Leute, die wirklich Monolidschatten total toll finden. Deswegen verlose ich auch jedes Jahr einen Monolidschatten-Adventskalender, was wahrscheinlich dieses Jahr sogar zwei werden. Aber ich glaube, die meisten sind nicht so Ultra-Fans von Monolidschatten. Weil wir ja schon einen auf dem mittleren Stapel haben, widerspreche ich jetzt bei mir selbst, aber den würde ich jetzt auf den, nee, finde ich, nicht so gut Stapel packen. Bin ich ehrlich. So, dann habe ich hier noch ein Nagelprodukt, Catrice Nummer 95, You Keep Me Brave, wunderschöne Farbe, wirklich toll, es schreit für mich halt eher nach Sommer als sonst nach irgendwas, aber ich habe auch im Winter solche Nägel. Nee, ich habe zwei Nagelprodukte erst da, also kann ich auch das dritte Nagellack, auf den finde ich noch gut Haufen packen. Hier habe ich jetzt aber, wobei das ist ein Topcoat. Das sind aber doch zu viele Nagelprodukte eigentlich, ne? Egal. Longlasting Matte Topcoat finde ich sehr witzig. Also ich habe heute meinen Drehtag und das ist jetzt heute schon der dritte matte Topcoat, den ich auspacke. Witzig. Scheint irgendwie so ein Ding aktuell zu sein. Und weil das so fancy ist, packe ich den hier hin und sage, okay, wir haben ein Basecoat, ein Topcoat und zwei Nagelprodukte, Nagellacke, dann passt das schon, ne? Das ist eine gewöhnungsbedürftige Nagellackfarbe, aber auch irgendwie schön. Die Nummer 106 ist das, Olives and Wine. Aber weil wir halt schon so viele Nagellacke und Nagelprodukte haben, packe ich das nicht auf den mittleren Haufen, sondern auf den, finde ich, Blödhaufen, weil das ist jetzt einfach echt genug. Ne? Ich habe viel zu viele Nagelprodukte, das ist ja auch ein Basecoat gewesen. Nee, das reicht halt auch irgendwann mal. Ja, jetzt habe ich nämlich noch super viele Lippenprodukte hier. Wow, da habe ich ja super aussortiert. Volumizing Lip Booster, den finde ich auch cool.
cool, muss ich sagen. 200 Avery Berries Darling. Der hat auch so Sparkles mit drin. Und das ist so ein schönes Himbeertönchen, ne? Den finde ich hübsch. Aber wir haben schon ein Volumizing, also kommt er auf den mittleren Haufen. Wir haben jetzt schon 1, 2 Lippenprodukte hier stehen. Also ein drittes dürfte da theoretisch noch mit zu. Da würde ich jetzt den damit reinpacken, den Volumizing Lip Balm. In welcher Farbe bist du denn? 070 Dreamful Lips, weil das ist so ein Zwischending zwischen Lippenbalsam, also Lippenpflege und Lippenfarbe. Ne? Deswegen kommt das auf den guten Stapel. Wohingegen die anderen, die jetzt gleich folgen, nicht so gut wegkommen. Weil hier haben wir halt auch echt ähnliche Farben. Flower and Herb Edition 020 ist das hier. Magnolia Bouquet. Das ist die Farbe. Feiere ich jetzt nicht so, dass so viele Lippenprodukte jetzt kommen. Ne? Das ist die 010. Das ist dem schon sehr ähnlich. Peony Petal. Auch aus diesem Power-Gedönsen. Das ist jetzt für mich einfach Lipstick Overload. Und dann kommt der hier noch um die Ecke. Der Matte Lava Lipstick Pen ist zwar mal eine andere Farbe, 070 Unexpected Move. Das kam unerwartet, aber es sind einfach zu viele Lippenprodukte, das reicht. Ne? Weil das letzte, was ich jetzt hier auch noch in meinem Kästchen finde, ist wieder ein Lippenprodukt und zwar ein gutes Plumping and Maxi Lip Liner in der Farbe 020 What a Doll. Deswegen kommt der auch auf den guten Stapel, weil das ist ein Lip Liner. Und ich finde Lip Liner in Adventskalendern super, weil das halt eine gute Kombination ist. Du hast hast Lippenprodukte und du hast halt einen Lip Liner, das gehört zusammen. Dementsprechend ist es fein. Schön finde ich definitiv, dass wir hier keine Füllprodukte drin haben. Wir haben hier keine Nagelsticker drin, wir haben hier keine Anspitzer drin, wir haben hier kein Trellafitti drin. Wir haben einfach Produkte hier drin, die entweder im Standardsortiment sind oder waren. Wir haben überwiegend sehr positive Produkte, ein paar Naja-Produkte und ein ganz paar gar nicht gut Produkte. Für 39,99 macht er schon was her. Also das wird auch tatsächlich preistechnisch eine feine Geschichte sein. Und man kann sich den auf jeden Fall auch anschauen. Ich finde nur die Konstellation ein bisschen schwierig. Man kann den natürlich auch kaufen und vielleicht ein paar Nagellacke einfach ersetzen mit anderen Sachen. Oder ein paar von den Lippenprodukten, dass es halt nicht ganz so eintönig ist. Oder du hast halt jemanden, der super Nagellack oder Lippenprodukte begeistert ist. Da macht es auf jeden Fall Sinn. Aber cool wäre, wenn du mir in die Kommentare reinschreiben würdest, wie du den Adventskalender so findest, denn das würde mich voll interessieren. Würde ich den jetzt so verschenken? Also an und für sich ja. Ich finde nämlich, dass die Konstellation der Produkte toll ist. Wie oft kann man Produkte sagen? Mir persönlich, ja doch, ein Highlighter haben wir auch dabei. Ne? So ein Cream-Highlighter ist ja in diesem Contour-Feel mit dabei. Nö, du hast Blush-Bronzer-Highlighter, Contour, Nagelsachen, Lippensachen, Augenbrauensachen, wenn es dir passt, ein bisschen Pflege. Also eigentlich ist das schon ganz gut zusammengestellt. Ne? Also besser als der von Essence auf jeden Fall, aber der hier ist jetzt ja auch ein bisschen teurer. Wie gesagt, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Können wir uns mega drüber freuen, genau. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.